Platz 5. Warum Ballermann, wenn auch in Nachbarsgarten die Sonne scheint? Seit ihr Mallorca-Mobil fertig ist, zieht diese 6 Freunde nichts mehr ans Mittelmeer. Aufgepasst, liebe Cabrio-Fans, unsere Nummer 4 weist den Weg in die Zukunft des offenen Fahrens. An der neuen Seitenfreiheit werden bald auch Sie nicht mehr vorbeikommen. Oben ohne kann ja jeder. Unsere 3. Nach 10 Jahren der Langeweile beschlossen, dieser Fiat 126 und sein Dompteur auf die Fesseln des Straßenverkehrs zu pfeifen und fuhren fortan fröhlich falsch herum. Aus der Heck wurde die Frontscheibe, aus dem Rückwärts der Vorwärtsgang und aus dem Schrottauto ein Asphaltstar. Wir lernen, oft hilft schon ein kleiner Richtungswechsel, um einer in die Jahre gekommenen Partnerschaft neuen Esprit zu schenken. Auf die Straßenzulassung in Deutschland wartet dieses Modell allerdings immer noch. Bei unserer Nummer 2 handelt es sich um eine weitere Studie aus der Schmiede für halbe Portionen. Gegen Aufpreis ist die Rost-Rarität auch als Dreirad lieferbar. Der Zusatzreifen ermöglicht höhere Geschwindigkeiten und im Falle einer Vollbremsung die genaue Inspektion des Straßenbelags vor der Motorhaube. An einem Anhänger für interessierte Vierbeiner arbeiten die Forscher zurzeit mit Hochdruck. Und jetzt unsere Nummer 1. Okay, unter bestimmten Bedingungen lässt sich auch die Verschrottung eines Autos rechtfertigen, zum Beispiel wenn es vorher fliegen darf. Bitte das Cockpit rechtzeitig verlassen. Autos können nämlich gar nicht fliegen. In die Schrottpresse müssen sie deswegen noch lange nicht. Das waren sie, unsere Schrott-Top 10. Wobei, ein Video hätten wir da noch für Sie. Mercedes-Fans, Augen zu. Wer später bremst, ist länger schnell, meint wohl auch dieser Verkehrsteilnehmer. Von dem kleinen funkensprühenden Schönheitsfehler vorne links lässt er sich jedenfalls kaum irritieren. Nicht umsonst heißt es, ein Auto endet meist so, wie es gelebt hat. Wenn schon abwracken, dann wenigstens mit Höchstgeschwindigkeit. Das war Grip, das